Willkommen, liebe Zuschauer, zur Champions League. Dortmund ist dabei, Bayern ist dabei, Europa League am Donnerstag mit Schalke, die ja gegen Ajax spielen. Wir beginnen hier beim BVB gegen Monaco. Morgen der Kracher zwischen Bayern München und Real Madrid. Und vor allem natürlich auch eventuell die Vorentscheidung in unserer Champions League Statistik, denn da liegt momentan Mucke mit 9 Punkten vorne, sowie 12 Treffern. Das ist echt eine brutale Nummer. Aber ich gebe natürlich mein Bestes. Und wenn ich hier Hin- und Rückspiel alles gewinnen sollte in der Champions League, dann wären das 12 Zähler. Und das würde bedeuten 3 Punkte Vorsprung, sowie mindestens von der Tordifferenz her ausgeglichen. Mindestens, du willst natürlich da drüber liegen. Ne? Also denke ich jetzt mal. Ja, könnte auch sein, dass ich immer noch hinten liege, aber ich glaube, ich pack das schon. Ja, Mucke, wen hatten wir als Schiedsrichter? Henry McDillon. Also hier ist er, der ist total bekannt, ne? Der ist bekannt, ja. International also, erfahren. Ja. Extra eingeflogen hier nach Deutschland. Ja. Ein Schnitti kann sowas auch noch nicht leiten. Also der ist noch lange nicht bereit dafür. Der muss erst mal gucken, dass er ohne Nutella-Schnutte auftaucht. Knallhart, 6. Minute, gibt sofort gelb, ne? Ja, der weiß, wie der Hase läuft. Der weiß das. Ja, denkt an unser Tippspiel. Wir werten das nachher aus. Europa League und Champions League haben wir da zusammengefasst. Yeah! Das ist nicht euer Ernst. Du hast es zusammengefasst und ich drehe das Ding hier schon mal um. Sowieso wahrscheinlich, aber hier 1-0 für AS Monaco. Mit dem ersten Schuss. Tabellenführer in Frankreich. Ich habe schon immer gesagt, unterschätzt sie nicht. Der Manchester City sowas von wegknallt. Im Hinspiel 5-3, im Rückspiel 3-1. Also das war schon eine Nummer. Das macht man ja auch nicht so eben. Nee. Oh ja, Mann. Moutinho mit dem Tor. Das tut weh, vor allem international. Ihr kennt es, haben wir ja die Auswärtstorregel und dann schmerzt das gleich doppelt, dass man so früh hier in Rückstand gerät. Schreibt es uns in die Kommentare. Ein F davor, wie endet dieses FIFA-Match? Und ein R davor, wie endet die reale Begegnung? Alle, die mittippen, werden dann in der nächsten Champions League-Runde im Video erwähnt. Geblockt. So. Ja, der war auch genau, schön gefährlich gekommen, der Ball. Die ersten 12 Minuten gehören hier wieder Mucke. Und noch eine Ecke. Mir wird die ganze Champions League gehören. Ich mache mir den Titel klar. Ja, also wenn du das gewinnst, definitiv. Weil so viele Spiele gibt es nicht mehr. Ja, also Tom, Zugzwang, wa? Definitiv. Ich muss das gewinnen. Ach, so, das war zu spät gepasst. Oh. Wir legen los. Dortmund. Von Dortmund kann man doch gar nichts. Nee. Aber jetzt. Jetzt. Ja, das ist schon mal falsch. So, Falcao. Ah, hätte fast gepasst. Ja, komm, ich renne jetzt nicht hinterher. Kleines Tänzchen hier. So, Dortmund. Zack. Zack. Oh, fast das Eigentor. Fast das Eigentor. Schön. Da müssen wir rauf. Sind wir zu weit weg. Runter, runter, runter. Oben aufpassen. Genau. Weiter! Ja. Jetzt. Ah. Tempo, Tempo. Ja, jetzt ist ein bisschen Platz hier. Gut gestört. Wunderbar gestört. Das war alles easy. Alles okay. Schnell, schnell, schnell. Schön. Genau. Ah, komm. Wieder knapp. Jawohl. Meine Fresse, das geht so nicht. Müssen wir jetzt aufpassen. Dortmund steht gut. Du brauchst schon 3 Mann, um mich hier zu stoppen. Aber ich komme nicht nach vorne. Und das ist natürlich gefährlich, weil Mucke muss nur schießen und dann trifft er ganz oft. Ja, aber die Flanke war jetzt kacke. Die war Käse. So, nun kam der Ball mal an. Pisscheck. Der rennt. Aubameyang in der Mitte. Nein! Ein Hauch von Torgefahr. Mehr war das nicht. Ja, mehr war das auch nicht. Der ist noch heiß. Ja, das habe ich mir gedacht. Haben wir. Bist du denn? Also. Ah, warum rennst du? Du solltest in dem Moment abpassen. Die ganze Seite da oben war frei.
Die ganze Seite war frei. Oh, Mucke, du stehst scheiße gut. Ja, das ist doch mein Ziel hier. Da machst du hervorragend. Ah, aber die Pässe kommen noch nicht so an. Also Passquote gefällt mir noch nicht. Ja, was soll ich denn da sagen? Ja, die ist auch scheiße. Ja, es wird ein bisschen besser jetzt. Aber siehst du, ich komme gar nicht zum Torabschluss. Ja, das hatte ich mir gedacht. Darauf hatte ich spekuliert. Ja, gut, immerhin. Da hast du doch deinen ersten Torschuss. 35 Minuten hat es gedauert. Weiter. Oh, Mac Dillon, verpiss dich. Oh, Falcao. Bernardo. Wieder Falcao. Oh, scheiße, das war schnell. So schön. Schnell, schnell, schnell. Zieh, Götze. Oh, da kommt der Götze. Überzahlsituation, die kommt nicht hinterher. Und Götze schon, macht's wieder nicht. Ja, schon wieder schlecht gepasst. Das war mal eine Möglichkeit, aber so darf man es dann nicht ausspielen. Ah, gut gestanden. Ja, weiter, weiter. Oh, aufpassen, der hat schon gelb. Oh, schade. Oh, das ist super, aber auch nochmal, nochmal. Komm. Rauf. Klasse. Ja, du wusstest, du weißt ganz genau, was jetzt, du... Oh, jetzt! Abseits, nee, abseits, nee. Abseits! Nein! Das ist der Ausgleich! Das ganz wichtig! 1-1. Es ist ein schweres Spiel, muss ich sagen. Es ist ein sehr schweres Spiel. Mucke steht da super gut. Und hier hatten wir jetzt... Ah, es war wahrscheinlich ganz knapp abseits. Oder vielleicht ganz knapp nicht abseits. Je nachdem. Schiedsrichter hat ja weiterlaufen lassen. Aber ansonsten haben wir keine Möglichkeit, hier gut durchzukommen. Ja, schon wieder gestört. Oh, Nachspielzeit läuft schon in der ersten Hälfte. Weiter geht's. Ja. Jetzt nochmal ein Schuss. Aber gibt das die Ecke? Oder war ja, ich dran? Müsste Ecke. Ja. Okay, vielleicht eine gefährliche Hereingabe nochmal. Nee. Hallo, lauf. Oh, fast durchgesetzt. Ja. Aber der hätte, glaube ich, auch wenn ich mich durchgesetzt hätte, abgepfiffen. Schüsse hast du mehr, aber aufs Tor gleich viel. Du mehr Ballbesitz, ich bessere Schussgenauigkeit, Passgenauigkeit, liegst du vorne. Es gab nur ein Foul und dafür hast du die gelbe Karte in der 7. Minute gesehen. Ansonsten muss man sagen, die Defensive dominiert die Partie hier. Ja. Sehr, sehr schwer. Es kommt vorne ja nicht viel zustande, auf beiden Seiten, nicht? Weil, ja, du stehst gut, ich stehe gut, ja, so kann es weitergehen. Zweite Halbzeit beginnt. Ja, 1-1, darüber freue ich mich. Aber auch Monaco kann sich freuen, weil momentan werden sie trotzdem weiter, wegen dem Auswärtstor. Es ist ja nur Hinspiel, Bro, also noch ist keiner weiter. Ich weiß, aber so von der Ausgangssituation genau. Her. Mhm. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, da haben sie aber jetzt gepennt. Schön gehalten. Ja, da war die ganze Ecke frei. Das ist gefährlich. Oh, 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 oh. Ah, falsche Ecke. Aber so schön den Fuß dazwischen. Am Ende der Partie gehen wir das Tippspiel durch. Ne? Unbedingt dranbleiben, dann gibt es auch da die Entscheidung. Leute, jetzt schöner ist aber Pass. Hier zu viel Platz hier. Das kann doch nicht sein. Ja. Oh. Götze, was war das für ein Schuss? Weiter. Oh, Falcao, komm, du bist doch noch spritzig. Komm weiter. Oh, jetzt hat mich EA gestört. Dein Vater. Sag mal, du bist ja schon EA am Manipulieren. Ich manipuliere nur die Schiris. Jetzt! Oh, super Pass! Scheiße, weiter. Weiter! Meine Güte, da sieht man es mal wieder, die Defensive. Ist sehr, sehr stark heute. Oh, schön gesehen. Aufstehen, aufstehen. Sortieren. Guter Block. Okay, wieder Ecke.
Meine Güte. Was für ein Match. Ja. Runter. Genau. Zieh. Der nächste. Schön. Komm, Reus. Komm, Reus. Oh, das war aber eine gute Finte. Mist, aber dann... Ja. Hat es wieder nicht für Torgefahr gereicht. Klasse. Nachsetzen. Nein! Ja! Schade, war aber gut rausgespielt. Das war eine starke Aktion. Sehr gefährlich. Ah, super! Monaco ist jetzt am Führungstreffer näher dran. Einwurf für die Gäste. Oh, was macht der da? Ich hab gesagt, schießen. Komm, weiter. Oh, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Genau. Jetzt. Oh, was ja. Macht der da? Was macht der da? Zieh. Oh. Meine Güte. Was machst du da? Hast du noch? Ja. Rauf, 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 rauf. Schö. Nee. Genau. Rauf. Genau, schön, Torwart. Ach, komm ich mal ran. Hat keinen Bock. Genau, weg damit. Jetzt. Schön gerettet. Schön gemacht. Alter, warum macht ihr die Mitte offen? Seid ihr denn bekloppt? Oh, so ein schlechter Pass. So ein schlechter Pass. Das war die Riesenmöglichkeit für Dortmund. Aber wieder, ja, es liegt hier ein Passspiel bei mir. Oh, definitiv. Das gibt's doch nicht. Weiter, weiter, weiter. Noch ist nichts entschieden. Der Billy. Ja. Ah, ich habe gerochen, wo der Pass hingeht, aber es hat nichts geholfen. Ah, das ist total ungefährlich. Ja, da gibt es natürlich auch Pfiffe. Das kann ich verstehen mittlerweile. Oh, puh. Was für ein Beginn. Meine Güte. Anstrengend. Es ist wirklich anstrengend, das zu spielen, muss ich sagen. Eins zu eins steht es hier nach wie vor. 10 Minuten plus Nachspielzeit haben wir. Boah. Auf der Uhr. Ja, es bleibt spannend. Mhm. So, the love ist da. Komm! Ja. Das hatte ich mir gedacht. Jetzt, jetzt, jetzt! Hä, was war das denn jetzt? Okay. Schauspielerei. Komm, weiter. Ja, ich komme auch mit 3 Mann, wenn es sein muss. Sehr gut. Sehr gut. Ah, zieh, zieh, zieh. Komm, komm, komm. Abfangen, abfangen. Rauf. Muss auch, der Herr. Muss auch der Stürmer Ramos nach hinten arbeiten. Oh, warum liegt der? Ramos, was hast du gemacht? Nein, nein! Ja, ja, kurz vor Schluss, ja! Sehr schöner Treffer. Scheiße, scheiße. Ah, der Champions League-Titel für mich rückt immer näher.
Das war ein super Tor. Ah, das tut weh. Ah. Oh, jetzt hat mir weh getan. Scheiße. Konzentriert euch nochmal. Oh, der legt sich aber den Ball sehr weit. Oh! Das war knapp. So einen muss man dann machen. Wenn es nicht viele Möglichkeiten gibt, dann hat so einer reinzugehen. Scheiße! Monaco gewinnt 2:1 und ich freue mich. Jetzt nicht, dass ich gewonnen habe, ja. Darüber freue ich mich extrem. Es war ein geiles Spiel. Es war ein brutal schweres Spiel. Ja, von den Chancen ja und mehr Ballbesitz, bessere Schussgenauigkeit und Passgenauigkeit, der Sieg geht in Ordnung. Ist natürlich ärgerlich, wenn man dann in der letzten Minute noch so eine Möglichkeit liegen lässt. Okay, also Mucke baut den Vorsprung aus. 12 Punkte, 13 Tore. Morgen geht's weiter, Bayern gegen Real Madrid. Auch das wird ein Kracher, das wird auch nicht leicht. Ich freue mich aber schon drauf, ihr euch hoffentlich auch. Vorher gibt's jetzt hier noch die Auswertung vom Tippspiel. Mitgemacht haben Annette, Erik, Ronzek, Tapetenkleis, sehr Piffen, weiß ich nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, Younes, Jordan, Niklas, Nick, der Riesenbulle, der Blaufuchs, Honigmelone, Pandinik und Gregor, außerdem auch Tim und ja, gewonnen. Erstmal Respekt, dass es so viele waren, also echt richtig Respekt. Richtig geil. Europa League und Champions League, wie gesagt, hier zusammengefasst. Gewonnen hat am Ende Erik. Aber ich hoffe natürlich, dass alle anderen trotzdem Bock haben, hier weiter mitzumachen, auch wenn Erik zuletzt häufig gewonnen hat. Denn ich finde es klasse, wie viele hier daran teilnehmen. Und ja, ihr habt jetzt wieder Champions League und Europa League die Möglichkeit, erneut zu punkten. Es sind 6 Partien, diese und nächste Woche. Das heißt, 12 Punkte sind möglich. Schreibt uns euer Ergebnis in die Kommentarbox und dann seid ihr beim nächsten Mal definitiv wieder dabei und vielleicht holt ihr euch dann den Titel. Glückwunsch an Erik und auch an alle anderen, die mitgemacht haben. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Tschüss.